Die Koppe ist ein nachtaktiver Grundfisch mit spindelartigem Körper, einem großen, breiten Kopf, glatter, schuppenloser Haut und zurückgebildeter Schwimmblase, die etwa 12 bis 16 cm lang wird. Anzutreffen ist die Koppe in der Forellen- und Eschenregion von Fließgewässern bis in Höhen von etwa 200 Meter über dem Meeresspiegel und in sommerkühlen Seen wie zum Beispiel dem Bodensee. Sie stellt große Ansprüche an die Wasserqualität, benötigt eine hohe Sauerstoffkonzentration, eher niedrige Wassertemperaturen und findet sich vorwiegend am steinigen Grund. Die Koppe ist eine schlechte Schwimmerin und bewegt sich daher mit gespreizten Brustflossen ruckartig über den Boden. Auf steinigem Untergrund ist sie in Ruhestellung nahezu unsichtbar und tagsüber hält sie sich zwischen Steinen und Pflanzen versteckt. Die Koppe ernährt sich von kleinen Bodentieren, wie zum Beispiel Insektenlarven und Bachflohkrebsen. Der Milchner, das Männchen, baut eine Grube unter Steinen, in die der Rogner, das Weibchen, seine Eier ablegt. Der Milchner bewacht das Nest, bis die Jungfische nach 4 bis 5 Wochen schlüpfen.